Gott und herzlich willkommen zurück im gewohnten Habitat. Wir haben uns heute hier versammelt, um darüber zu sprechen, was ich nach dem Abitur so vorhabe. Es hatten nämlich viele unter meinen Lernvideos gefragt, ob ich schon irgendwelche Pläne habe. Und da dachte ich, kann ich ein Video über meine Bucketlist quasi 2019 machen. Denn kurz vor dem Abitur werde ich 18, das heißt, danach kann ich verreisen und kann viele Dinge tun, die dann finally legal sind. Und demnach habe ich mir auf meinem Handy eine Liste erstellt, wo ich so ein bisschen gesammelt habe, was ich denn so vorhabe, was meine Pläne für die Zukunft sind. Ich hoffe, es gefällt euch. Viel Spaß beim Anschauen. So, also ich habe mir meine ganzen Bucket Points, oh Gott, ich bin so peinlich, aber ist ja auch egal, in meinem Handy notiert, deswegen werde ich da jetzt kurz mal einen Blick drauf werfen. Und zwar startet quasi die Umsetzung meiner Bucketlist nach dem Abitur, denn dann habe ich die Schule fertig, habe keine Routine mehr in meinem Leben. Ich bin sehr gespannt, wie das wird, denn ich bin so ein Mensch, ich brauche Routine zum Beispiel. Durch die Schule hatte ich halt so einen strukturierten Tagesablauf und habe Dinge geschafft und war halt nicht ganz faul. Und ja, ich bin mal gespannt, ob ich es dann die nächsten Tage nach dem Abitur aus dem Bett schaffen werde. Ja, wir werden es sehen. Also das sind natürlich alles Punkte, die ich versuche anzustreben. Wir wissen alle nicht, ob ich es durchziehen werde, aber das sind so meine Goals 2019. Warum bin ich so hyperaktiv? Ich weiß es nicht. So Leute, der erste Punkt meiner Liste ist, dass ich mir ein Tattoo stechen lassen möchte. Oh, ein Tattoo? Spaß. Ja, es ist kein großes Tattoo oder so. Ich persönlich finde bei Frauen jetzt Tattoos, die relativ groß sind, jetzt nicht so schön, weil es halt auch oft so ist, dass sie ziemlich schlecht gestrichen wurden. Und oft, wenn ich sowas sehe, frage ich mich, warum man sowas tut. Wie gesagt, werde ich mir hier eine kleine Sonne stechen lassen. Ich werde das vermutlich vloggen. Ich habe nämlich vor, mir mit meinem Geburtstagsgeld eine Vlogging-Kamera zu kaufen und das YouTube-Game stronger werden zu lassen. Der Nasejog, Leute, die Marienkäfer, die haben mich mal wieder erwischt. Not normal hier, ne? Also was grundsätzlich, glaube ich, eine relativ wichtige Information ist, vorab zu sagen, dass ich nicht vorhabe, direkt nach dem Abitur mein Studium anzufangen, da ich erstmal so eine kleine Phase, so eine kleine Pause brauche, um herauszufinden, was ich denn überhaupt machen möchte. Denn ich bin ein sehr, sehr wählerischer Mensch, der sich sehr schwer für irgendwas, auf irgendwas festlegen kann und auch für irgendwas begeistern kann. Bei mir ist es halt so, dass ich viele Dinge habe, die mir Spaß machen und die ich einigermaßen kann, aber dass ich nichts habe, wo ich so wirklich extrem gut bin, wo ich mich von der Menge quasi abheben würde. Oder ein extremes Talent, das habe ich halt leider nicht. Ja, das heißt, also ich habe nicht so eine Sache, die mich so richtig begeistert, wo ich so sagen würde, das möchte ich mein Leben lang machen, das möchte ich mehrere Jahre machen. Und da ich mir das halt absolut nicht vorstellen kann, möchte ich quasi erstmal so eine Findungsphase einlegen. Ich weiß, das hört sich total scheiße an, aber ich muss halt irgendwie herausfinden, an was ich Spaß habe, weil ich finde so während des Alltags oder während der Schulzeit geht es halt ziemlich unter, mit was man sich eigentlich sonst so gerne beschäftigt, außer mit den Dingen, die halt in der Schule auch gelehrt werden, ne? Demnach werde ich dann in der Pause eben möglichst viel unternehmen, viele Dinge ausprobieren, viele neue Dinge machen, um vielleicht auch so ein paar versteckte Fähigkeiten von mir zu entdecken. Wer weiß, so, also ich habe ja gerade schon gesagt, dass ich nicht so richtig habe, was mich so extrem begeistert, aber einer meiner Leidenschaften ist eben YouTube. Das heißt, dass ich mir vornehme, einfach so ein bisschen mehr Arbeit in meine Videos zu stecken, ein bisschen aufwendigere Videos zu drehen, vielleicht auch nicht nur im Zimmer, also im Winter ist es natürlich ein bisschen schwierig, draußen zu drehen. Das Ziel ist eben, dass meine Videos qualitativ hochwertiger werden und das bedeutet eben auch mehr Aufwand, aber darauf habe ich wirklich Lust. Das heißt, ihr könnt euch dann auf very nice Videos freuen, ich bin selber sehr excited. Und das bedeutet natürlich auch, Leute, dass ich viel unternehmen werde und es sehr viele Vlogs auf dem Kanal zu sehen werden gibt. Also Leute, falls ihr mich noch nicht abonniert habt, dann tut das genau jetzt, denn dann verpasst ihr keine Vlogs mehr. Und natürlich merkt ihr dann halt auch, was ich in meinem Leben so treibe und könnt verfolgen, ob ich dann alle meine Points der Bucketlist auch abarbeiten werde. Schnarr. Ja, klar. Man liebt die Siblings. So Leute, der nächste Punkt ist, mir einen Job zu suchen, um einfach unabhängiger zu werden und meinen Eltern eben auch so ein bisschen Geld beizusteuern für die Finanzierung meines Lebens. Okay, warum bin ich so? I don't know. Da weiß ich noch nicht, in welche Richtung es gehen soll, aber ich möchte auf jeden Fall einen Job machen, einen Job ausüben, wo man relativ viel in Kontakt mit Menschen kommt.
da ich persönlich halt irgendwie so ein bisschen lernen muss, einfach so ein bisschen offener zu fremden Menschen zu sein. Und ich glaube, das wäre mal eine ganz gute Idee und ein ganz geiles Ziel für die Zukunft. So, alle meine Freunde, die meine Führerscheinsituation kennen, werden mich jetzt auslachen. Aber Leute, mein Ziel ist es, meinen Führerschein zu machen. Ich habe letztes Jahr im Sommer damit angefangen und es ein wenig schleifen lassen. Also wirklich, alle meine Freunde haben entweder mit ihrem Führerschein angefangen oder sind fertig. Außer Helen und mir. Wir haben die ganze Sache jetzt nicht so ernst genommen. Ja. Aber das ist das Goal für die Zukunft. So Leute, natürlich stand auch auf meiner Liste, dass ich ein bisschen sportlicher werde, meine Ernährung ein bisschen ändere. Habe ich ganz schön wieder verworfen, wollte ich auch gar nicht eigentlich erwähnen, denn an meinem Essverhalten wird sich niemals was ändern. Und so bin ich auch auf die Idee gekommen, dass ich bald mal wieder What I Eat in a Week mache. Aber diesmal realistisch, denn ich habe mir letztens mal ein Video angeguckt über meine Essensroutine, würde ich sie mal behaupten. Es war keine Routine. Ich habe einfach vor einer Woche gesund gegessen, habe das gefilmt und so getan, als ob ich mich gesund ernähren würde. Nein, Leute. Ich esse dreimal mindestens in der Woche Pizza. Ich esse jeden Tag Chips. Das ist die Realität, Freunde. So sieht's aus. Und das muss ich natürlich auch nochmal an die Welt dann irgendwann bringen. Denn das andere war einfach fett unrealistisch. Also wirklich gar nicht realistisch. Und was natürlich auch als Ziel... Was tut sie da? Was tut sie da? Was natürlich auch als Ziel auf meiner Liste steht, ist zu reisen. Demnach habe ich vor, mit meinen Friends wegzufahren. Wir wissen noch nicht wohin, aber da wird auf jeden Fall eine Reise geplant und gestartet. Da werde ich dann natürlich auch vloggen. Theoretisch werde ich nach dem Abi mein ganzes Leben vloggen, Leute. Weil es macht einfach Spaß, es ist einfach cool, Videos zu schneiden, es ist einfach nice. Und ja, ich freue mich auf unsere gemeinsame Zeit im Jahr 2019. Ein bisschen sportlicher werden hatte ich natürlich auch auf dem Plan, Leute, aber nein. We gonna quit that. Boah, Leute. Ich wollte euch noch unbedingt meine Schlappen zeigen. Und zwar sehen die so aus. Der andere sieht natürlich genauso aus. So. Die sind so cool. Shoutout an den Mickel. Love you. So, zum Ende des Videos wollte ich jetzt noch kurz mitteilen, was ich generell für Zukunftspläne habe. Nicht nur im Jahr 2019, sondern allgemein. Wie ich ja schon gesagt habe, werde ich ja nicht direkt studieren. Ich habe, wie gesagt, aber vor zu studieren. Entweder etwas in Richtung Marketing oder Jura. Ich weiß, es ist sehr gegensätzlich. Bei mir ist es halt so, dass ich würde jetzt mal behaupten, ne, dass ich relativ kreativ bin und dass mir sowas auch relativ liegt. Und das würde eben für diesen Marketing-Studiengang sprechen. Aber das ist was mich auf jeden Fall interessieren würde. Und ein extremer Kontrast dazu ist ja eben dieses Jurastudium, was mir aber auch auf jeden Fall sehr zusagt, da mich Recht schon immer wirklich interessiert hat. Trotzdem muss ich aber sagen, dass ich eher abgeneigt dem Jurastudium zurzeit bin, weil ich eben dann das Gefühl habe, dass quasi meine Kreativität irgendwie so ein bisschen verloren geht und dass ich mich dann da kreativ nicht ganz ausleben kann, da das Jurastudium natürlich auch super viel Zeit in Anspruch nimmt und ich glaube, ich dann sehr, sehr wenig Zeit nur finden können werde, eben mich meiner kreativen Seite zu widmen und mir das aber relativ wichtig ist, da ich eben glaube, dass das was ist, was mich wirklich so auf lange Sicht glücklich machen könnte. So Leute, das war's mit dem Video. Ich bin jetzt mal ein bisschen näher gekommen, um die ganze Sache ein bisschen persönlicher zu machen. Ich hoffe, dass das Video euch gefallen hat und dass es relativ interessant war. Es würde mich interessieren, was ihr so für Pläne im Jahre 2019 habt und was ihr euch für Ziele gesetzt habt. Und ja, einfach was nach dem Abi bei euch so anstehen wird. Also an die Leute, die Abi schreiben. Schreibt das gerne in die Kommentare. Ich liebe es, Kommentare zu beantworten. Also fühlt euch ganz, ganz frei. Ja, bis zum nächsten Mal. So Leute, ich habe noch eine ganz große Bitte an euch. Und zwar haben meine sehr, sehr talentierten Freunde einen neuen Song rausgebracht. Und zwar heißt die Gruppe JTL. Und ich werde euch den Song auf jeden Fall mal verlinken. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr da mal vorbeischauen würdet.